Mahlzeit. 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 Wo sind die Limme? Na? Na, der Chill. Mein Kultenmann. Na? Na, Ingo, alles klar. Sagst du Wein oder wer? Ja, bei mir bestens, ne? Bei mir bestens. Und deine Sachen sind auch wieder trocken. Warum gibst du mir denn nicht mal ein Bier? Ja, das kriegst du gleich. Sekunde. Ist das eine Erziehungsaktion, Löwe? Immer mit der Ruhe. Nimm mir doch mal mein Bier wieder hier. Immer mit der Ruhe. Bist du noch fünsch? Nee, wieso soll ich fünsch? Weswegen? Ja, ich bin letztes Mal noch. Danke. Man weiß es nicht. Hast du ihn gewaschen, sag mal, bei der Gelegenheit? Du? Ist er? Du, ist so, der hat hast ihn einmal durch die Maschine gezogen? Ja, war doch nass, damit ist er doch gleich auch jetzt automatisch. Ach, das reicht. Kann ich bitte mal mein Bier haben? Ja. Ist hier einiges aus der Verperlung gerutscht oder was? Nee, nee, ich mach komm mir doch nicht wieder da mit der Verklebung. Du kannst auch einen Kakao kriegen. Ich will das so nicht. Du kannst auch einen Kakao haben. Er gibt mir, kann ich bei dir mal einen Schluck als Überbrückung? Du kannst froh sein, dass das so ist. Du kannst froh sein. Ne? Du weißt ja, was gegenüber ist, ne? Gegenüber. Ja, weißt du ja, ne? Was ist denn noch? Dann denk mal nach. Du machst aber, du stellst mich über gleich auf eine harte Probe. Was denn für eine Probe? Gib doch mal. Darf ich das noch mal aufmachen eben? Ist das möglich vielleicht? So. Siehst du wohl, ne? War doch gar nicht so schlimm, oder? HSV 0-0, ne? Gegen Cottbus jetzt, ne? 0-0. 0-0, ne? Mhm. Den weißt du, was mir aufgefallen ist? Doch gibt es doch so ein Lied von hier, muss sagen, hier Eig und Tine Turner, ne? Ja. Kennst du noch, ne? Mit HSV drin, oder was? Mit Cottbus drin. Ist mir jetzt aufgefallen, hatte ich gerade gehört. Die Cottbus-Sillimme. Kennst du? Cottbus-Sillimme. Das ist doch nicht Cottbus. Cottbus-Sillimme. Ich hab das gehört. Giovanni hat das aufgelegt. Warte mal, das ist Ich darf nicht tanzen und Bier trinken gleichzeitig. Das ist für ja, vor allen Dingen darfst du das nicht schütteln dabei. Da, Nutbush heißt das. Nutbush City Limit. Nutbush. Nutbush? Ja, Nutbush. Was ist das so? Ja, wie das Feldbusch weißt du? Oder was? Eine Frau nein, oder was? Das ist ein Ort wahrscheinlich. Ein Ort ist das, ne? Ja. Cottbus ist auch ein Ort wahrscheinlich. Ja, aber den kennen die doch gar nicht. Das weißt du doch nicht, ob Argentinien nicht dumm war. In Cottbus? In Cottbus. Was sollen die denn da gemacht haben? Hm. Musik? Ein Auftritt oder was? Ein Auftritt jetzt. In Cottbus? In Cottbus. Damals ist das noch nicht so lief, damals, ne? Die waren ja auch mal noch nicht, waren sie ja noch mal noch nicht, ne? Sie waren ja mal noch nicht so berühmt jetzt, wie sie mal waren später, ne? Sie waren ja auch mal vorher unberühmt. Da waren sie vielleicht in Cottbus-Sillim. Man weiß es nicht, ne? Das ist so. Wieso? Das ist doch in das ist doch im Osten. Da wären die doch gar nicht reingekommen. Das war doch noch. Da waren die, als die noch nicht berühmt waren, war das doch noch gar nicht Osten. Da war das schon wie, noch, war das noch Westen, oder? Es das? War Osten von der Geografie her gesehen, aber es war ja noch nicht ein Land wieder geteilt. Du bringst mich ganz durcheinander. Ach so, du meinst bevor ich auch. Kann doch sein, dass sie dumm waren jetzt, ne? Oh. So, mal hier mein Ingo. Warte mal, ich muss das mal trinken. Was musst du? Weißt du, was ich gerne mache? Wenn man jetzt mal sagen, hier vorne, ne? Den Einfüllstutzen, wenn man den nicht ganz ranpresst, dann gluckert das so, wenn man das trägt. Mhm. Ne? Mhm. Und schon ist der Hubel leer. Ja, Hauptsache, da gluckert nichts raus, ne? Und jetzt bitte gleich mal noch ein und bitte ohne Serviette. Nicht ohne Serviette geht hier ne? Gar nichts mehr ne? Für dich, mein Freund. So, mal hier. Mein Ingo, hast du das mitgekriegt? Das hast du bestimmt, ne? Hier, du war doch jetzt gestern, haben sie doch um 8 Uhr, haben sie doch die ganzen Lampen ausgemacht, ne? Ja, 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 klar. Deutschland hat jetzt 5 Minuten lang. Brauchst du die noch oder ich konnt, hast die Sammlung eingestellt? Nö, warum, ne? Oh, weiß ich ja nicht. Nö, wieso, was ich hab, das hab ich, ne? Ja. Vielleicht wird das so wertvoll später, ne? Da waren doch jetzt haben alle Leute Licht ausgemacht, ne? Ja. Ne? Um 8, ne? Um 8 jetzt, ne? Mhm. Du auch, oder wer? Was soll ich denn hier meine 3 Lampen ausmachen? Das merkt doch keiner. Ob ich das hier mache oder ob. Weiß ich nicht. Aber du hast dir doch weiter keine Gedanken über gemacht. Über Strom sparen? Ja, über die Aktion. Wieso über die Aktion? Das ist. Das war doch wegen Klima. Das war wegen Klima. Ja, genau. Aber das ist so Betrug an Kunden. Was ist das? Betrug an Kunden ist das. Was für ein Kunde denn? Ja, der Kunde, der Strom kauft.
Wenn die Leute das Licht ausmachen, ist es... Wieso es ist Betrug. Ich hab das nicht gemerkt. Ich hab mal alle Lampen um 8 angemacht. Und gleich noch den Tümmler mit bei und eine Waschmaschine und einen Toaster. Ich hab alles, was ich an Stromgeräte habe, habe ich angeschlossen. Wieso das denn? Weil das Betrug ist. Es ist eine Sache, die ist eingefädelt von der Industriemafia. Von der Strommafia und von der Verkäufermafia. Du bist betrogen worden. Du sicher. Weil die... Jeder. Es ist doch bereits bezahlter Strom durch meine Abschläge, die ich bezahle. Wenn ich jetzt meinen Strom ausmache, ne? Ja. Dann wird er ja von denen da oben einbehalten, der Strom. Von den wem? Ich bereits bezahlt habe. Von wem oben? Von denen, der über dir wohnt, oder was? Ja, von der Regierung. Die Leute, die gesagt haben, machen wir Strom aus. Die haben meinen Strom mit einbehalten, ne? Wieso? Die Regierung behält doch deinen Strom nicht. Oder die Leute, die mit den Stromfirmen zusammenarbeiten. Sie haben den Strom einbehalten, 5 Minuten lang, ganzen Strom, in ganz Deutschland, überall den Strom einbehalten. Und haben den Strom umgelenkt, muss sagen, direkt jetzt, muss sagen, zu Leute. Dann wurde der Strom zwischengelagert in Bottiche. Was? In Bottiche. In Bottiche? Ja, sicher. Wie lagerst du denn bitte Strom in Bottiche? Es wird gebunden mit Flüssigkeit. Wie gebunden? Ja, Strom wird doch gebunden, Elektrolyte und so weiter. Was, Elektrolyte? Ja, Elektrolyte ist flüssiger Strom. Das ist doch Quatsch. Ja, Elektrolyte sicher. Ist doch in der Nahrung drin, die ja, sicher. Das ja, hier Salz und alles. Ja, Salz und alles. Ja, wieso? Ja. Ja, Salz ist doch wohl nicht Strom. Salz ist unter anderem auch Strom, aber nicht nur. Genauso wie Flüssigstrom. Jede Batterie hat alles, ist flüssig im Grunde. Und da ist das in Bottiche zwischengelagert worden und in so große, muss man sagen, Eisenbottiche. Ist der Strom, den wir überall in Deutschland haben, alle ihren Strom weggelassen, den sie vorher schon bezahlt haben. Da sind sie schon Nummer 1 betrogen worden. Dann ist er über der Ableiter wahrscheinlich in der Bottiche. Dann haben sie einen Tag gebraucht, um das zu verpacken. Und Montag gibt's den Strom bei Lidl zu kaufen. Da gehe ich noch hin und kaufe mir meinen Strom noch mal. Ich glaube, die Katze trägt ein Gewehr, das erregt dir. Wie, du kannst doch... Du willst Montag bei Lidl Strom kaufen, oder was? Im Bottich, oder wie? Mach ich aber nicht. Du gehst da hin und sagst, ein Bottich Strom, mach bitte, ich aber oder nicht. Da stand noch eine Bildzeitung drin, ab Montag gibt es Billigstrom bei Lidl. So, nun kommst du. Ja, aber doch nicht in Eimer drin, Ditsche. Nee, nicht in Eimer, in Bottich. In kleine Bottich, abgefüllt. Na. Wie soll das denn sonst Strom geben? Der ist abgefüllt in eine Palette. Da haben sie jetzt einen Tag gebraucht. Über Nacht haben sie das abgefüllt in den Flüssigkeiten. Als Halbleiter, Flüssigkeitsbottich, Halbwasser oder auch Milch wahrscheinlich, weil Milch ist ein Weißleiter. Was? Milch ist ein Weißleiter. Ein Weißleiter? Ja, sicher. Wie, was ist denn, was soll denn Weißleiter ja, sein? Da sind noch die Molke und so und die fasst ja Strom, die bindet ja Strom. Milch, ne? Elektrolyte ist das Stichwort. Die Molke. Ja, sicher. Die ist besonders gut dazu, weil sie träg ist. Genauso wie Holz gut ist, um sorgen, Musik zu leiden. Sonst wäre eine Gitarre aus Zement. Das habe ich dir auch schon mal erklärt. Das ist aber der Hintergrund. Das kann doch kein Zufall sein, dass sie in Deutschland aufrufen, wir sollen alle Strom ausmachen und Montag gibt es billig Strom in eine Bottiche oder in eine Verpackung bei Lidl. Aber der ist nicht in Bottich drin. Wenn du normal deinen Strom kriegst hier von der HIW oder was, der kommt doch auch nicht der Mann von der HIW mit so einem Eimer bei dir von an. Der HIW. Was? HIW. Ja, bitte. Ein Gas ist das Stichwort oder HIV wie? Oder die anderen alle mit der gelben Farbe, rote Farbe, die ganze Stromprogramme ja, und so weiter. Ja, wieso? Was ist da? Ja, und wenn das in der Bildzeitung steht, am Montag gibt es billig Strom bei Lidl, dann wird er doch ja wohl irgendwo in der Palette in Regal drin stehen. Wo sollen die den denn sonst herhaben? Sie sind ja kein HIV. Du gehst doch nur nach Lidl hin und dann füllst du das aus, dass du... Nee, so stand das nicht in der Zeitung. Ja, so steht das doch nicht drin, aber so ist das letzten Endes. Wenn du da hingehst, Nee, das verkaufen sie doch. Die haben doch gar keine Möglichkeiten für. Wieso Möglichkeiten? Haben sie nicht. Die werden doch wohl ein paar Zettel da hinlegen können mit einem Stift bei. Flüssigkeit ist ein Stromleiter. Elektrolyte ist das Stichwort. Man sucht doch auch so einen Fluss, es ist ein Strom. Sucht man doch auch. Wasserkraftwerke. Ja. Wasserkraftwerke. Wenn du Niagara-Fälle hast, da darf man auch nicht lang gehen, weil das denn britzelt. Da ist ja eine reine Energieverstromung. Es ist doch das Wasser. Eine Flüssigkeit ist doch ein Stromleiter. Ja, dann hast du hier Strom in der Flasche, oder was? Wenn du da eine Glühbirne raufmachst, dann leuchtet die, oder was? Noch nicht, aber es muss hier vorbereitet werden.
Aber wenn wir zum Beispiel in die Fische im Wasser drinnen, die Fische jetzt, nur mal als Beispiel, die Fische im Wasser drinnen, ne? So, doch gibt es ja wohl Fische, die mir sorgen, eine Entfertigung sind von der Evolution rausgesehen und so weiter, wie der Zitteraal oder die Muräne. Die Elbmuräne ist eine Entfertigung von Stromfisch. Der hat sich damit angefreundet, dass er mir sorgen, den Strom aufnimmt und auch gleich wieder abgibt. Ins Wasser rein. Nicht wie der Delfin. Der Delfin ist ja nur ein Halbfisch. Ne? Der ist ja außen Gummi. Der leidet das ja noch so ein bisschen. Der hat sich da anders auf eingestellt, dass der Strom ihn nicht so packt. Aber der Lachs zum Beispiel, der ist anders. Der kann das nicht ab. Deswegen ist er auch so teuer und so lecker. Weil er nämlich immer rausspringt aus dem Wasser und dann springt er da hoch, weil das ihn immer so britzelt. Der Lachs kann den Strom nicht ab, oder was? Der Lachs kann den Strom nicht ab. Kann er nicht ab. Kann er nicht ab. Aha. Und die Entmuräne, die gibt ihn wieder ab, meinst du? Die gibt ihn ab. Sie nimmt den Strom auf, sie hat sich angepasst. Sie ist ein Entlösungsfisch. Aber zum Beispiel die normalen Fische, mein Engel, ne? Die ist doch überhaupt kein Fisch. Die ist doch so ein Gletscher, Entmurine. Die Entmurine ist doch kein Gletscher. Natürlich ist die Entmurine ein Gletscher. Das ist ja der letzte... Ein Eisfisch, oder? Der letzte Titel von Gletscher, wo der aufhört. Ja, das ist kein... Das ist ein Eisfisch dann Quatsch. Wegen mir. Das eine ist... Warte mal. Jetzt ernsthaft. Das eine ist... Ja, ich bin die ganze Zeit ernsthaft. Ist, meinst du, ich denke mir das alles auf? Warte doch mal. Das eine ist Moräne... Moräne heißt das eine und das andere ist Murine, glaube ich. Du trinkst mir das so nicht im Munde rum, als ob das Moräne, Murine. Ja, das ist aber eben ein Unterschied. Ja, dann bei ist das ein Unterschied, ob der Moräne oder der Murine, wie immer der komische Heini da heißt, der ist auf jeden Fall ein Stromfisch. Und die anderen Fische, die sich mit Sorgen über die Zeit nicht angepasst haben, wie der Zitteraal oder Stromaal oder sowas, bei denen ist das ja. Warum haben denn bitte die normalen Fische, ne? Mein Engel. Ja. Normale Fische. Normale Fische. So, wenn die mal sagen, so durchs Wasser durchpunnen, so blub, blub, blub. Ja. Ne? So, hast du mal gesehen, wo die ihre Augen haben? Ja, links und rechts am Kopf eben. Ja, und wo hast du die? Ja, links und rechts am Kopf. Nee, eben nicht. Du hast sie in der Mitte ganz normal. Ja, dann hätte ich ja wohl hier ein Auge nur. Eins nur. Du bist doch kein Zyklop. Wenn das in der Mitte ist, ist das ja wohl hier. Ja, beide aber vorne und der Fisch hat sie aber an der Seite. Genauso, weißt du warum? Ja, weißt du warum? Lass ihn die doch an der Seite haben. Ja, ich hab doch gar nichts gegen, wenn der Fisch da Lust zu hat, also bleibt ihn ja unbenommen. Ja, eben. Es bleibt ihn unbenommen, aber es hat auch seine Begründung. Ja, und wenn wieso? Die Augen da sind. Das ist wie bei der Steckdose, wenn die zu nah beieinander wären, dann würde der Fisch schon Kurzschluss kriegen. In den Augen, oder was? Durch die Augen durch, wie bei der Steckdose. Wenn die zu nah bei sind, dann kommt das Wasser da rein und macht das Puff. Dann fliegt der Fisch aber in tausend Stücke. So, und wenn, mein lieber Freund, und wenn du ins Wasser schwimmen gehst, ne? Wenn du nach dem Meer hinfährst und da mal reingehst, ne? Dann gehst du, dann bist du, dann ist da Strom, oder was? Da ist Strom. Hast du schon mal gemerkt, dass du so denkst, aua, ich krieg einen Schlag, oder was? Es hat gebritzelt. Was heißt, es hat gebritzelt? Ja, es hat gebritzelt. Es ist praktisch mit Sorgen die Gischt. Die Gischt, muss sagen, enthält die Elektrolyte. Und wenn ein Stoß jetzt kommt oder ein Sturm oder eine Welle, dann wird, muss sagen, der Strom wird vom Wasser aus kurzfristig hoch und herausgelöst. Es trennt sich. Es trennt sich. Was? Das Wasser und der Strom, oder wie? Wasser und Strom trennt sich. Trennt sich in der Gischt. Trennt sich in der Gischt. Die Gischt ist, muss sagen, der Mittelleiter. Und deswegen haben sie jetzt, muss sagen, von Lidl haben sie das jetzt, da wird das den Strom wahrscheinlich in Milch geben. Da wird dann nur noch, muss sagen, drei Viertel Milch sein und ein Viertel wird Strom sein. Und da verkaufen sie das. Und dann muss man das zu Hause irgendwie rauslösen, dass man dann den Strom verwenden kann oder sowas. Du gehst also nach Lidl hin und sagst... Ich mach das sowieso nicht. Den Strom habe ich ja vorher schon bezahlt, habe ich ja gesagt. Achso, dann brauchst du den ja einfach nur umsonst abholen oder was? Ich hole gar nicht ab. Ich habe ihn ja gestern verbraucht. Ach so, du hast ja auch nicht mit in das Licht. Du hast ja auch nicht mitgemacht. Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe als alle ausgemacht haben im Haus, habe ich alles angemacht. Ja, ja. Alles. Das ganze Programm, was ich hatte. Aber weißt du, was das stimmt? Ich hatte das nämlich gesehen, wir werden das. Hast du gesehen, wenn das? Ja, nee. Warum ne? Ja, wieso? Ich kann doch nicht alles. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Was hast du denn zu tun? Ja, hallo? Guck dich doch mal um hier. Meinst du, das wächst aus dem Boden, so ein Laden? Der steht doch schon eine Weile. Ja, aber wieso? Der muss all dem